entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug zur Demo? Ich muss da eben mal hin, mal eben nach Berlin. Ich muss da was klären mit unserer Kanzlerin von Deutschland. Ich bin ein Jodeltalent und singe, wenn der Wald brennt. Ich hab ein Fläschchen Fruchtsaft mit und der schmeckt ganz lecker. Atommüll geht uns allen mächtig auf den Wecker. Und ich sag, ey Angela, Atomkraft war nicht immer da. Die Sonne macht so schnell nicht schlapp, drum schalt Atomkraft ab. Alle Menschen lieben Leben und auch mal singen. Wo sollen wir denn den ganzen Atomschrott bloß hinbringen? Wie eine große Sichel ist für den deutschen Michel Atomgefahr in Sicht und das verstehen wir nicht. Ich weiß genau, dass viele Menschen sich heute sorgen. Ja, das find ich nicht fair. Und stündlich werden es mehr. Ach Angie, ey, bist du denn wirklich so ein sturer Schrott? Das Abschalten ist doch möglich in unserem schönen deutschen Staat. Ist das der Sonderzug zur Demo? Ist das der Sonderzug zur Demo? Entschuldigung, der Sonderzug zur Demo? Ich hab ein Fläschchen Fruchtsaft mit und der schmeckt ganz lecker. Atommüll geht uns allen mächtig auf den Wecker. Und ich sag, ey Angela, Atomkraft war nicht immer da. Die Sonne macht so schnell nicht schlapp, drum schalt Atomkraft ab. Alle Menschen lieben Leben und auch mal singen. Wo sollen wir denn den ganzen Atomschrott bloß hinbringen? Wie eine große Sichel ist für den deutschen Michel Atomgefahr in Sicht und das verstehen wir nicht. Angie, ich glaub, du bist doch eigentlich auch ganz locker. Ich weiß tief in dir drin, bist du doch eigentlich auch ein Popper. Philosoph Karl Popper sagt, wir leben in einer Welt von Möglichkeiten. Den Weg der erneuerbaren Energien sollten wir beschreiten. Das Radium macht nicht froh, sondern das Radio. Hallo Angie, kannst mich hören? Hallo, Hallöchen, hallo. Das ist Radioaktivität, die keiner versteht. Hallo Angie, kannst mich hören? Hallo, Hallöchen, hallo. Ist Radioaktivität, die zu lange besteht. Radio statt Radium, ergo Summ.